Der Markt kommt schon wieder ein bisschen nach oben und manch einer ist begeistert und denkt, Mensch, das Größte ist überwunden, zumindest mal marktseitig. Es scheint der Sommer wieder angebrochen zu sein. Ob das wirklich schon so ist, das wollen wir uns mal angucken. Denn tatsächlich, wenn ich den Dow Jones mir mal anschaue, dann sehen wir da etwas, was einerseits mir sehr viel Hoffnung gibt, auf der anderen Seite aber auch noch ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn treibt oder treiben würde, wenn ich nur auf der bullischen Seite unterwegs sein müsste. Gott sei Dank müssen wir das alle ja nicht. Deshalb lasst es uns mal eben einmal angucken. Ganz kurz, damit wir vom gleichen reden, das ist jetzt der Dow Jones als Future YM oder YM entsprechend hier im Juni-Kontrakt. Und dann sehen wir, dass wir hier seit dem 23. einen zügigen Anstieg nach oben hatten. Ich mag sowas immer gerne. Das hat einen guten, es mutet gut an, wenn wir sehen, dass der Markt irgendwie mit ziemlicher Kraft nach oben unterwegs ist. Sehr impulsiv das Ganze. Also zumindest mal dieses Teilstück macht einen extrem guten Eindruck. Wenn der Impuls vorbei ist, dann kommt gerne was? Natürlich eine Korrektur. Und eine Korrektur ist dreiwellig und jetzt wird das Ganze spannend, denn für uns ist die Form der Korrektur nicht ganz unwichtig und natürlich auch das Ausmaß. Das Ausmaß können wir ganz vereinfacht so festhalten, idealerweise sollte das unter die 38er Fibonacci-Marke fallen. Also wenn man mal den Anstieg bis jetzt so in etwa misst, dann haben wir so eine Größenordnung, wo das landen sollte. Das ist 20.840 in etwa, wie gesagt, auf dem Future gerechnet. CFD-Händler oder wer sich den Index vornimmt, sollte bitte selber nochmal messen. Die Preise können ein bisschen abweichen. Und die Unterseite ungefähr 19.000, das wäre ein klassisches Ausmaß. Sehr gerne irgendwo mittendrin, das muss nicht sein, aber das ist durchaus typisch. Grob gesprochen kann man also sagen, ein eigentlich typischer Rücksetzer würde uns in etwa das, was ich jetzt blau markiert habe, nochmal zurückführen. Da sind wir nicht so weit von entfernt. Und dadurch, dass die Aufwärtsbewegung, das Teilstück, was wir hier sehen, ja aktuell nicht so super dynamisch nach oben aussieht, spricht doch einiges dafür, dass wir jetzt immer noch in der Abwärtsbewegung sind, mal unterbrochen von irgendwie was nach oben mit realistischen Chancen, dass wir hier nochmal eintauchen. Dann allerdings haben wir wieder gutes Fahrwasser unterm Kiel, wie man so will, aber auf jeden Fall mal realistische Chancen, dass der Kurs von dort nach oben geht. Gerne und typischerweise ja in etwa das, was wir hier vorne haben, also durchaus noch mehr, als ich jetzt gezeichnet habe. Oh, jetzt kriege ich das vor lauter Aufregung nicht hin. Komm, dann zeichnen wir es nochmal. Also irgendwas, was wir hier haben, sowas zum Beispiel. Je nachdem, wo das Tief liegt, das wissen wir jetzt ja noch nicht, haben wir da eine Zielerwartung, die uns hier sogar nochmal bis vielleicht sogar 25.000 bringen, 24.000 irgendwas. Das hängt ein bisschen davon ab, wo das Tief ist. Und die Fortsetzung muss auch nicht genauso lang sein. Die kann ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger sein. Tendenziell vielleicht sogar ein bisschen kürzer, häufiger. Aber ich sage mal, Chancen für diese Bereiche hätten wir alle mal. Und wer jetzt genau hinguckt und ich diesen Pfeil mal übertrage auf die anderen Charts, ja genau, das ist doch ein typisches Bild. Denn das, was hier im Kleinen gilt, das gilt natürlich im Übergeordneten genauso, dass wir so eine Rücksetzer-Situation, Rücksetzer nach diesem Abverkauf, jetzt zumindest mal bis in diesen Bereich haben. Hier wird sich übrigens dann entscheiden, ob der Markt sogar vielleicht weiter noch nach oben kommt oder ob es das dann auch schon wieder war. Also, das ist jetzt noch überhaupt nicht ablesbar für diejenigen, die jetzt beispielsweise sagen, ach komm, der Kurs 30.000 geschenkt, das haben wir doch in Kürze wieder. Denkbar ist es. Es ist zwar nicht das wahrscheinlichere Bild, wenn man rein auf die Statistik guckt, überhaupt nicht, aber es ist immer noch möglich. Aber selbst ein Anstieg jetzt in diese Höhe wäre sehr, sehr typisch, sehr gut nachvollziehbar. Also vielleicht haben wir in den nächsten Tagen und Wochen sogar noch ein bisschen Spaß mit der bullischen Seite. Vorher allerdings, wie gesagt, nochmal der Rücksetzer, den man hier im Auge halten sollte. Wer mehr Spaß dran hat, der guckt hier regelmäßig dran vorbei, klickt auf einen dieser Button, der hier unterhalb des Videos auch nochmal sind. Da haben wir das ein oder andere Angebot mit dabei, wo wir regelmäßig sowas hier in dieser Richtung vorstellen, beziehungsweise hier den Trade des Tages, wo wir solche Sachen dann eben entsprechend bringen. Deshalb, wer Spaß dran hat, der soll sich gerne da anmelden. In diesem Sinne, für heute erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.